begrüße euch. Mein Name ist Philipp Wampfler, das ist die Gefahrenunterricht. Ich möchte kurz erklären, weshalb ich diese Videos Quick and Dirty aufnehme, was es genau heißt, und dann zeigen, wie mein Setup aussieht, um diese Aufnahmen herzustellen, um auch so eine didaktische Vorstellung davon zu geben, was die Idee dahinter ist, mit Wortmitteln zu arbeiten. Warum Quick und warum Dirty? Also Quick heißt natürlich, dass es schnell gehen muss. Dirty heißt, es ist nicht ein Hochglanzprodukt, das entsteht. Also wenn ihr diese Videos anschaut, da könnte man viel schneiden, da könnte man Dinge nochmal neu aufnehmen, da könnte man auch gewisse Perfektion herstellen. Ich glaube, bei Loom bleibt immer dieser rote Punkt da auch links stehen und den könnte ich rausschneiden, da könnte ich eine neue Lösung suchen, ich könnte das Ganze noch mit Musik hinterlegen, viel eleganter machen. Das mache ich aber nicht, ich lasse es dirty. Warum es schnell gehen muss, das könnt ihr euch vorstellen. Es läuft ganz viel. Es ist Homeschooling, es ist Home Teaching für mich. Es sind viele Anforderungen, viele Betreuungsangebote für die Kinder, die wegfallen. Und dazwischen betreibe ich diesen Kanal. Und ich habe dann manchmal vielleicht 10 Minuten, manchmal 20 Minuten Zeit für so ein Video. Und in der Zeit möchte ich es einfach aufnehmen. Und das mache ich aber auch schon länger. Auch meine Blogartikel, vieles, was ich im Netz mache, da habe ich zeitliche Beschränkungen und in der Zeit möchte ich das auch tatsächlich durchziehen. Und diese Zeitvorgaben helfen mir dann auch wirklich effizient zu sein, manchmal auch mich aufs Wesentliche zu beschränken und es so zu machen, dass es erträglich ist als Hobby, als etwas, was ich nebenbei mache, was nicht zum Kern meiner Arbeit gehört, sondern was ich sicher gern mache, aber was irgendwie auch ein Zusatz ist. Und da ist die Idee natürlich, es muss wirklich schnell gehen. Und mit Loom, das habe ich schon vorgestellt und ich werde oben auch den Link hinmachen, habe ich eine Software, mit der ich direkt mein Bildschirm mich aufnehmen kann. Ich schalte Loom ein, das Video wird direkt ins Netz hochgeladen und ich habe, während ich es aufnehme, schon eine fertige Version, die ich dann auch kaum schneide. Manchmal nehme ich vorne was weg, ganz selten nehme ich hinten was weg. Oft nehme ich einfach das fertige Loom-Video, lade es hoch, mache noch eine Folie vorne hin, ein Bild, um einen Titel hinzumachen und bin fertig. Also das heißt, vom Moment, wo ich beginne, ein Video aufzunehmen, bis zu dem Moment, wo es auf YouTube veröffentlicht ist, vergehen 15, 20 Minuten. Das ist wirklich sehr, sehr schnell. Warum Dirty? Die Idee ist natürlich also, dass man es quick macht. Das hat auch gewisse Kompromisse zur Folge. Also das hängt irgendwie auch miteinander zusammen. Die didaktische Überlegung ist aber auch die, dass wenn etwas so aussieht, als wär's auch für Nicht-Profis machbar, dass die Einstiegshürde viel, viel kleiner ist. Wenn ich jetzt hier ein großes Tonstudio hätte und eine professionelle Kamera und das Ganze schneiden würde und Effekte dazu tun würden, das könnte ich vielleicht machen, wenn ich Spaß daran hätte. Ich könnte diesen Aufwand auch wirklich betreiben. Aber dann wäre die Hürde für andere, das auch zu machen, was ich mache, viel, viel größer, weil dann denkt man, ich darf mich erst ins Netz wagen, wenn ich das so machen kann, wie es Wampfler macht. Und wenn ich mit einer bestimmten Reichweite zeige, nee, ich mache es quick, ich mache es dirty, dann trauen sich andere vielleicht auch zu, okay, dann nehme ich mal ein Video auf für meine Klasse. Ich traue mich, es auch so zu machen, dass man gewisse Unsauberkeiten erkennen kann. Man kann auch Fehler so ein bisschen mit Humor dann kaschieren, auch zeigen, dass es nicht schlimm ist, einen kleinen Fehler zu machen. Also zur Fehlerkultur, zu der ich schon ganz oft was gesagt habe, gehört dieses Dirty auch dazu. Also auch Leute, die Dinge mit so einem gewissen Ansehen, mit einem gewissen Breitenwirkung machen, auch die machen Fehler, auch die machen Kompromisse. Das möchte ich zeigen. Es braucht gar nicht so einen großen Aufwand, es braucht gar nicht so viel Know-how, so viel Technologie, um das so zu machen. Und damit möchte ich nicht die Arbeit von Profis abwerten. Ich arbeite oft mit Menschen zusammen, die Filmbeiträge machen, die beim Tontechnik sich auskennen, die auch verschiedene Winkel und Belichtungstricks kennen. Und das hat einen ganz großen Wert. Das macht das Produkt auch viel angenehmer, um es anzuschauen. Aber wenn ich als Laie solche Erklär- und Lehrvideos mache und Podcasts, dann
dann denke ich, dass dieser Dirty-Aspekt auch wichtig ist, weil ich muss nicht als Profi rüberkommen. Ich bin nicht Tontechniker, ich bin nicht Kameramann, sondern ich bin Lehrer, der auch noch Videos macht, und die dürfen ruhig so aussehen, als ob sie Videos von einem Lehrer wäre, der auch noch diese Videos macht. Also sie dürfen so aussehen, solange das nicht irgendwie störend ist. Also wenn ich das transportieren kann, was ich transportieren will, dann funktioniert es. Und wenn es dann aber so aussieht, dass es ständig zu Ablenkungen kommt, wenn man nicht versteht, was ich sagen will, dann funktioniert es nicht. Womit mache ich das? Das ist mein Setup, das ich euch zeigen wollte. Also ganz links, ich habe so einen Selfie-Stick, Stativ, also ich kann es für beides benutzen, das sehr praktisch ist. Ich kann so mein Handy auch mal aufstellen, mich filmen. Ich benutze dabei jetzt neu eine Movie Pro App, heißt die, bei der ich dieses Headset, also diese AirPods, die ich benutze, auch als Mikrofon verwenden kann. Das kann man sonst mit der regulären Handy-App, die Filme macht, geht's nicht. Deshalb habe ich eine neue App gekauft, bei der das möglich ist, über Bluetooth den Sound aufzunehmen. Und das seht ihr auch da gleich, mein Headset, also sie sind AirPods Pros. Ich habe auch noch AirPods, die haben ein Mikrofon drin, mit dem ich den Ton aufnehmen kann. Und das funktioniert sehr gut. Das mache ich dann mit allen Geräten. Also ich nehme Videos mit dem Handy auf, Videos mit dem Rechner. Und da kann ich dieses Headset jeweils anschließen und es so auch verwenden. Ich mache viel tatsächlich mit dem Handy. Ich publiziere dort auch Videos. Ich nehme Videos auf. Die Kamera ist absolut ausreichend. Also, die ist besser als die von meinem Rechner. Die Kamera von meinem Rechner, ich habe so ein, ich denke, dreijähriges MacBook Pro. Die ist auch ausreichend, wenn das Licht gut ist. Also, jetzt hier seht ihr mich ganz gut. Benutze Loom für sehr viele Videos, wie ich das auch schon erklärt habe. Mache gewisse Dinge mit QuickTime, mache gewisse Dinge mit iMovie. Also, ich habe keine professionelle Schnittsoftware, sondern ich benutze bei beiden Geräten eigentlich diese Boardmittel, also das, was schon drauf ist, das benutze ich. Und das, denke ich, ist auch als didaktische Haltung wichtig. Also wenn Schülerinnen und Schüler Geräte haben, lasst sie mit dem arbeiten, was da schon drauf ist. Man kann mit diesen Geräten Podcasts aufnehmen, man kann YouTube-Filme machen, man kann eigentlich alle Arten von digitalen Artefakten herstellen, ohne dass man zusätzlich große Software braucht, ohne dass man zusätzliche Geräte kauft. Natürlich ist es schön, Podcast-Mikrofon zu haben, mit dem man dann auch was abmischen kann und sich da ein bisschen zu professionalisieren. Das hört man sehr schnell und es macht wirklich einen Unterschied. Es ist auch schön, eine gute Webcam zu haben, das Ganze auch so auszuleuchten, dass es wirklich gut wirkt. Aber nötig ist es für das, was ich mache, nicht. Ganz rechts habe ich noch ein Buch und Bücher sind natürlich toll und besonders toll sind sie, weil ich so den Rechner da draufstellen kann. Also jetzt ist er auch auf Büchern drauf, wenn ich die wegnehme. Dann sieht es so aus, dann schaue ich so ein bisschen von oben zu euch runter und das sollte man nicht so machen. Deshalb diese drei Bücher, also Stochowski ist jetzt hier da unten meinem Laptop, nehme ich so hoch und dann kann ich wirklich direkt auf Augenhöhe in die Kamera schauen oder vielleicht sogar ein bisschen von unten, wenn ich es jetzt noch höher machen würde, dann so. Auch nicht ganz ideal, also ich präferiere es, wenn es wirklich so Augenhöhe ist. Das ist mein Setup, das ist alles Material, was ich benutze, um meine Videos zu machen. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.